Schönen guten Tag und herzlich willkommen in der Staatskanzlei, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Pressebriefing zur aktuellen Lage im Rahmen der Coronavirus-Pandemie. Erneut mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und heute zusätzlich mit Professor Dr. Jochen A. Werner. Er ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums in Essen. Wir beginnen mit Statements und danach gibt es die Möglichkeit für Ihre Nachfragen. Herr Minister. Ja, meine Damen und Herren, auch heute erst einmal wieder die Routine, die ganz normalen Zahlen, wie sich die Pandemie bei uns in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat. Wir haben heute eine 7-Tages-Inzidenz von 130,7. Das ist eine Zunahme von gestern um 1,8%. Es sind zurzeit an dieser Krankheit in Nordrhein-Westfalen 45.600 Menschen erkrankt. Davon sind 2.915 in unseren Krankenhäusern, 721 auf Intensiv und davon wieder 489 in der Beatmung. Wir haben an freien Intensivbetten zurzeit in Nordrhein-Westfalen heute gemeldet 875, davon 576 mit Beatmungsmöglichkeiten. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,03. Das sind erst einmal den Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ich will Ihnen heute eine weitere Zahl sagen. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen aufgebaut 6.481 Testmöglichkeiten, wo POC-Teste durchgeführt werden, die ja in einigen Regionen in Nordrhein-Westfalen auch, ich sage mal, der negative POC-Test für 24 Stunden die Möglichkeit gibt, zum Beispiel noch in ein größeres Textilgeschäft zu gehen. Wir haben also 156.000 am Montag, 156.951 Menschen getestet und haben dabei 1.245 Positivmeldungen gehabt. Das ist 0,8%. Und das unterstreicht doch mal die These, dass diese 1.245 Leute, wahrscheinlich der größte Teil von ihnen, noch eine gewisse Zeit sich ganz normal in sein Umfeld bewegt hätte, obwohl sie nicht gewusst hätten, dass sie erkrankt sind und aller Wahrscheinlichkeit natürlich auch den Virus übertragen. Also hohe Testzahlen helfen uns natürlich auch, die Pandemie einzugrenzen. Und deswegen glaube ich immer noch, dass die Entscheidung, in gewissem Umfang Öffnungen an einen negativen Test in den Gebieten, wo die 7-Tages-Inzidenz befestigt über 100 liegt, auch aus Gründen der Bekämpfung des Viruses eine vertretbare Entscheidung ist. Die Pressekonferenz steht natürlich heute Morgen auch unter der Entscheidung von gestern. Sie wissen alle, dass die Impfungen mit AstraZeneca von uns in den Impfzentren für Menschen, die unter 60 Jahre alt sind, eingestellt worden ist. Und damit haben wir natürlich gestern auf den Beschluss der STIKO reagiert. Dieses beinhaltet folgende zentrale Punkte, dass man erst einmal immer wieder den Menschen sagen muss, dass Impfungen mit AstraZeneca wirksam sind, dass sie nach den STIKO-Empfehlungen, die wir jetzt haben, nur noch für Menschen ab 60 Jahren uneingeschränkt empfohlen werden und dass nach ärztlicher Beratung auch weiterhin Menschen unterhalb dieses Alters in einer Risikoabschätzung, die dann ein Arzt vornehmen muss, grundsätzlich mit diesem Impfstoff geimpft werden können. In Nordrhein-Westfalen hatten wir nach Kenntnis des Ministeriums bis jetzt 8 schwere Ereignisse, die mit AstraZeneca-Impfung in Verbindung gebracht werden. Und darunter sind auch 5 Todesfälle. Alle Personen waren unter 60 Jahre alt. Wissenschaftler vermuten als Ursache für diese schweren Ereignisse eine besondere Immunreaktion. Allerdings ist hier auch noch vieles ungeklärt und deswegen bin ich sehr dankbar, dass heute an unserer Pressekonferenz auch Herr Professor Werner teilnimmt, ärztlicher Direktor der Universitätsklinik in Essen, der sicherlich auch zu den medizinischen Fragen hier Stellung beziehen wird, Ihre Fragen beantworten wird.
Ich will sagen, dass das Gesundheitsministerium ständig mit den Leitungen unserer Universitätskliniken in Verbindung steht, um auch in diesen Fragen eine gute medizinische Beratung letzten Endes haben. Konkret heißt das aber auch für uns in Nordrhein-Westfalen, dass der Impfstoff AstraZeneca weiter genutzt werden wird, damit wir diese Pandemie überwinden. Der Impfstoff ist nach wie vor hochwirksam und es ist natürlich jetzt völlig klar, dass er schwerpunktmäßig Menschen ab dem 60. Lebensjahr zur Verfügung gestellt wird. Und zu diesem Ergebnis, dass wir diesen Impfstoff weiter in ganz Deutschland an Menschen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, verimpfen, ist ja auch die gemeinsame Entscheidung aller Gesundheitsminister der 16 Länder und des Bundesgesundheitsministers vom gestrigen Abend. Wir haben in Nordrhein-Westfalen in den letzten Wochen zwischen 600.000 und 700.000 Impfungen mit AstraZeneca durchgeführt. Er ist vor allen Dingen in den Berufsgruppen eingesetzt worden, das heißt also bei Menschen, die unter 60 sind, in unseren Krankenhäusern, in den Beschäftigten von Kitaschulen und Kindertagespflege, für die niedergelassenen Ärzte und das Praxispersonal, um nur die wichtigsten Berufsgruppen zu nennen. Ich will noch mal sagen, wir haben in Nordrhein-Westfalen am 8. Februar mit der Verimpfung von AstraZeneca begonnen. Und das heißt, wir sind dann in der zweiten Maiwoche in der Situation, dass den ersten, wenn alles regulär gelaufen würde, die Zweitimpfung zusteht oder sie ansteht. Die Ständige Impfkommission hat zu dem Thema Zweitimpfung noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Das bleibt abzuwarten. Aber ich kann an dieser Stelle noch mal sagen, jeder, der mit diesem Impfstoff geimpft worden ist, muss sich jetzt über diese Frage keine großen Sorgen machen. Bis dahin wird es geklärt sein müssen, wie wir dann mit den Menschen umgehen müssen, die unter 60 sind und die Erstimpfung bekommen haben, wie dann einfach das Immunisierungsverfahren für diese Menschen fortgesetzt wird. Die Gesundheitsminister haben gestern sehr klar gesagt, dass wir diese Entscheidung ja auch bald brauchen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch wieder so, und das, denke ich, kann Professor Werner Ihnen viel besser erklären, dass natürlich auch die Ständige Impfkommission immer von Fakten ausgehen muss und die muss man erstmal haben, um sie dann zu bewerten und zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen. An dieser Stelle will ich noch einmal sagen, es wird ja so viel über das Vertrauen in das Gesundheitssystem gesprochen und natürlich auch über das Vertrauen in der Impfkampagne. Ich glaube, dass wir schon sagen können, wie unsere dafür zuständigen Stellen reagieren, stärkt trotz aller Probleme eher mein Vertrauen in diesem System als das Misstrauen. Es wird ja auch manchmal gesagt, ja, warum dokumentiert ihr so viel? Warum ist alles so bürokratisch? Aber man sieht an den Vorgehen des Bau-Ehrlich-Institutes, auch des RKIs, die für diese Fragen zuständig sind, dass natürlich alles nachgegangen wird, dass die Dinge aufgearbeitet werden und dass man daraus dann auch die dementsprechenden Schlüsse zieht und eben diese Vorsichtsmaßnahme, dass wir den Impfstoff für unter 60-Jährige nicht mehr verimpfen, dann auch eben umgesetzt wird. Für Nordrhein-Westfalen heißt das, dass wir am Samstag nochmal eine große Lieferung AstraZeneca bekommen werden. Wir haben zurzeit keine großen Bestände im Lager. Wir haben alles verimpft. Das sind 380.000 Dosen ungefähr, die wir am Samstag bekommen werden. Und wir haben uns aufgrund auch der Lage, dass die Infektionen ja steigen, zu folgendem Vorgehen mit diesem Impfstoff entschieden, dass wir den Menschen, die in Nordrhein-Westfalen über 60 Jahre alt sind, anbieten, sich mit diesem Impfstoff impfen zu lassen, wenn sie es möchten. Es wird so laufen, dass wir am Samstag vor Ostern das Terminsystem der beiden KV und dafür freischalten. Und dann können die Menschen Termine buchen in den 53 Impfzentren. Und wir werden auch mit der Verimpfung dann dieses Impfstoffes sicherlich an den Ostertagen auch beginnen. Die Impfzentren werden dafür größere Öffnungszeiten machen müssen und werden sie auch tun. Denn Sie müssen ja sehen, dass wir die Impfzentren in einer ganz normalen Last auch ausgebucht haben.
mit Erst- und Zweitimpfungen für Menschen, die über 80 sind. Und natürlich auch zurzeit noch Berufsgruppen in diesen Impfzentren impfen. Denn wir haben uns entschieden, dass wir die Termine der Berufsgruppen, die eigentlich mit AstraZeneca geimpft werden sollten, nicht absagen, sondern dass wir weiteren Impfstoff aus der Rücklage unserer BioNTech-Reserve nehmen, um diese Impftermine einzuhalten. Das heißt also, die Impfzentren werden alles das, was wir jetzt an AstraZeneca aufgrund der pandemischen Lage schnell verimpfen wollen, mit zusätzlichem Personal, mit zusätzlichen Stunden organisieren. Und ich denke, dass wir dann über Ostern damit anfangen. Und das müssen wir heute mal genau ausrechnen, wie viele Tage wir dann brauchen, um das auch einigermaßen vernünftig in den Impfzentren umzusetzen. Ich will sagen, das ist mir auch wichtig, dass das vielleicht, wenn es geht, berichtet wird. Wenn wir allen über 60-Jährigen am Samstag die Möglichkeit geben, einen solchen Termin zu buchen, dann ist das kein schlechtes Buchungssystem, wenn es trotzdem Probleme gibt. Also wir eröffnen im Grunde eine Personengruppe, die viel größer ist wie die über 80-Jährigen, die Möglichkeit, einen Termin zu buchen. Sie müssen wissen, es ist ein Termin mit AstraZeneca. Wer das nicht möchte, sollte gar nicht erst einen Termin buchen. Aber das muss man sehen, dass das natürlich eine Aktion ist, die wir da machen, um auch möglichst schnell zu sagen, wer diesen Impfstoff haben will und sich vor der Pandemie schützt. Und es ist medizinisch vernünftig, sich auch mit diesem Impfstoff als über 60-Jähriger vor der Pandemie zu schützen, dass er möglichst schnell an diesen Schutz kommen soll. Und deswegen haben wir uns entschieden, diese Aktion zu machen. Wir hatten ansonsten vor, natürlich mit diesen 400.000 Dosen in den nächsten Wochen andere Gruppen der Bevölkerung Impftermine in den Impfzentren anzubieten. Ich will jetzt nicht erzählen, welche Gruppen da jetzt alle rausfahren, aber es sind alles Menschen, die im vorwiegenden Bereich unter 60 sind. Also, wir hatten zum Beispiel vor, um ein Beispiel zu nennen, den Frauenarztpraxen Impfstoff anzubieten, damit sie, jede Schwangere darf ja zwei Personen benennen ihres Vertrauens, die geimpft werden sollen. Das hatten wir mit diesem Impfstoff vor. Das kann man natürlich jetzt nicht machen, weil ich mal davon ausgehe, dass das in der Regel Personen, die Väter unter 60 sind. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach entschieden, weil wir diesen Impfstoff nicht bunkern wollen, nicht lagern wollen, dass wir ihn jetzt über eine solche Impfaktion über die Impfzentren möglichst schnell den Menschen geben sollen. Natürlich ist es so, dass trotz dieser Aktion es in den Impfzentren so sein wird, dass jeder Mensch ein vernünftiges Aufklärungsgespräch bekommt von einem Arzt, von einer Ärztin und auch nochmal über die Risiken und die Chancen dieses Impfstoffes dann auch gut informiert ist. Und ich gehe davon aus, dass wir damit dann auch nochmal einen starken Impuls in der Impfkampagne unseres Landes setzen können, dass wir eben diesen Impfstoff verimpfen, um noch mehr Menschen zu immunisieren. Die Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen wird dann weitergehen. Wir werden im April 1,5 Millionen Impfungen mit BioNTech und Moderna durchführen. Das wird vor allen Dingen passieren, dass wir die Menschen ein Impfangebot machen, die über 70 sind. Damit wollen wir Dienstag nach Ostern beginnen mit der Terminvereinbarung für die Menschen, die 1941 geboren sind. Wir haben das System jetzt auch so gemacht, dass man Partnertermine buchen kann. Deswegen bleibt abzuwarten, wie viele Termine das dann wirklich sind. Wir wissen zwar, wie viele Leute 79 Jahre alt sind, aber wir wissen nicht, wie viele davon Partnertermine buchen. Und die werden dann eben mit diesem Impfstoff versorgt. Und wenn die dann versorgt sind, werden wir die nächste Gruppe, das wären dann die 78- bis 79-Jährigen, einen Termin anbieten. Es werden weiterhin ab nach Ostern 400.000 Impfdosen in einer ersten Aktion an unsere Arztpraxen gehen. Und dazu würde ich das jetzt nochmal erklären. Das Regime ist jetzt für die nächsten Wochen eigentlich so abgesprochen zwischen Bund und Ländern, dass der Impfstoff, der nach Deutschland kommt, die ersten 2,25 Millionen Dosen an die Länder gehen, um die Grundlast der Impfzentren auszunutzen. Das sind für Nordrhein-Westfalen 485.000 Dosen. Das ist bei uns in den nächsten Wochen in erster Linie BioNTech-Impfstoff. Und alles, was Deutschland über 225 Millionen Dosen bekommt,
wird direkt vom Bund, damit haben wir Länder dann im Grunde auch nichts mehr zu tun, über das Arzneimittelverteilsystem, was die Ärzte auch bei Grippeschutzimpfungen und anderen Dingen kennen, in die Hausarztpraxen gebracht. Das heißt also, in den nächsten Wochen, Deutschland wird erheblich mehr Impfstoff bekommen, wird der Aufwuchs in allererster Linie den Hausarztpraxen zugutekommen, damit die immer von Woche zu Woche mehr Menschen impfen können. Und sie sind natürlich an der Priorisierung gebunden, aber an der gesamten Priorisierung der Prio 2 und nicht an einzelne Gruppen. Aber klar ist auch, und das machen unsere Hausärzte, glaube ich, auch, machen sie auch, nicht glaube ich, sondern machen sie auch, dass der erste Impfstoff natürlich sehr stark genutzt werden soll für die Menschen, die Pflegestufe 4, 5 sind, die zu Hause sind, die Impfzentren nicht aussuchen können. Und dafür reichen auch sicherlich diese 400.000 Dosen ein gut aus. Dann sind, glaube ich, bei den Arztpraxen sehr stark die Chroniker im Blick. Aber dann geht es eben auch zu anderen Gruppen, die dort sind. Und ich freue mich wirklich darüber, dass wir jetzt dazu kommen, dass die Hausarztpraxen zunehmend stark in das Impfgeschehen eingreifen. Es ist unbürokratischer, es ist ortsnäher und es ist natürlich auch für die Menschen so, dass natürlich auch immer jeder, der einen Hausarzt von ihnen hat, weiß das auch. Zum Hausarzt hat man immer ein etwas anderes Vertrauensverhältnis wie zu einem wildfremden Arzt, den man das erste Mal in seinem Leben sieht. Und deswegen ist das eigentlich auch von der menschlichen Seite völlig in Ordnung. Ich bin sicher, dass die Hausärzte sehr engagiert in dieser Impfkampagne einsteigen werden und dass sie eine Menge, wenn ich das mal so sagen darf, auch wegimpfen werden. Und wenn dann später mehr Impfstoff zur Verfügung steht, werden wir natürlich auch die Impfzentren an die Hochlast fahren, klar. Aber dann ist natürlich auch das Thema der Betriebsärzte für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe sehr viele große Firmen, die mir Briefe schreiben und sagen, wir sind selbstverständlich bereit, in unseren Firmen, in unseren Verwaltungen zu impfen. Und das wird natürlich dann nochmal eine ganz andere Fahrt aufnehmen. Das vielleicht von mir heute Morgen. Und jetzt freue ich mich darüber, dass diese medizinischen Fragen und die medizinische Sicht der Dinge von Herrn Professor Werner nochmal dargestellt werden. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister. Und in der Tat, wir geben direkt weiter an Herrn Professor Dr. Werner. Ja, sehr geehrter Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst möchte ich sagen, dass es natürlich nur zu gut verständlich ist, wenn Bürgerinnen und Bürger durch diese ganze Thematik AstraZeneca-Impfstoff total verunsichert sind. Wer ist das nicht? Aber ich glaube, da setzt irgendwann dann auch die Aufgabe von Universitätskliniken an, um dort wieder etwas Ruhe reinzubringen, um versachlicht die Ergebnisse zu analysieren. Und so haben wir das eben auch in Nordrhein-Westfalen getan. Jedes Universitätsklinikum hat bestimmte Schwerpunkte. Für diese Fragen haben sich die Universitätskliniken aus Münster, Köln, Düsseldorf, Bonn und Essen zusammengetan und das doch jetzt seit einigen Wochen sehr, sehr genau beobachtet, was passiert mit den Impfungen, wo werden Zwischenfälle gemeldet. Und das ist natürlich auch was, was uns in Essen sehr interessiert. Haben wir in Essen das größte Covid-Zentrum in Nordrhein-Westfalen mit inzwischen über 2000 stationär behandelten Patientinnen und Patienten und leider auch über 300 verstorbenen Patientinnen und Patienten an oder im Zusammenhang mit Covid-19. Nun darf man keine Schnellschüsse machen. Wir sehen uns als Entscheidungsunterstützungsgeber auch für die Politik. Und da glaube ich, war es sehr wichtig, dass wir die bekannt gewordenen Fälle kausal inhaltlich analysierten und auch Modellrechnungen angestellt haben. Für uns ging es zunächst primär um die Gruppe von 20- bis 29-jährigen Frauen. Die schienen uns besonders gefährdet. Und unsere Eindrücke haben wir dann auch in einem Schreiben an Minister Laumann und an Gesundheitsminister des Bundes, Herrn Spahn, gerichtet und sind auch froh, Gehör gefunden zu haben. Nun kann man natürlich immer alles Mögliche kritisieren. Ich glaube, man muss sehen, was in Deutschland passiert ist. Zuerst kam die Entscheidung, dass man gesagt hat, wir wollen diejenigen impfen, die jünger sind als 65. Das war ja quasi schon ausgeschert von dem Entschluss der Europäischen Arzneimittelbehörde.
Und heute heißt es ganz umgekehrt, wir wollen die Älteren impfen. Aber in der Zwischenzeit ist viel passiert und eben auch viel analysiert worden. Und zum Schluss muss man sich immer vergegenwärtigen, dass es zum einen mit der Europäischen Arzneimittelbehörde, der EMA, und zum anderen mit der FDA in den USA zwei extrem genau arbeitende Zulassungsbehörden gibt und dass wir in Deutschland eben auch die STIKO, die Ständige Impfkommission, und das Paul-Ehrlich-Institut haben. Das sind die, die die Entscheidung letztlich treffen. Zuerst basierend auf einer Studie von, sagen wir, 40.000 Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer, und dann wächst die Anzahl der Verimpften. Man kommt auf 1 Million, man kommt auf mehr, es werden Befunde erhoben, und deswegen ist es einfach ein lernendes System. Wenn das jetzt nicht so erkannt worden wäre, dann wäre es zu einem späteren Zeitpunkt mit vielleicht mehr potenziell Geschädigten erkannt worden. Für mich ganz besonders wichtig, und da bin ich wieder bei Universitätsmedizin, ist die Beschreibung aus einem Labor der Universitätsmedizin Greifswald vom 18. März, wo eben eine immunologische Ursache für ein akutes thrombozytenvermitteltes Entgleisen der Blutgerinnung festgestellt wurde, Autoantikörper gegen Thrombozytenantigene. Man sieht, da passiert was im Zusammenhang mit dem Impfstoff, und auch das hat uns in unserer Beurteilung eben entsprechend gelenkt. Natürlich, weiterhin sind viele verunsichert. Für die Gruppe ab 60 gibt es eine hinreichende Studienlage zur ganz klaren Effektivität der Impfungen mit AstraZeneca, weswegen wir auch diese Verimpfungen empfehlen. Und ich persönlich kann nur sagen, bei all den Diskussionen, die immer wieder waren, ich halte es für richtig, dass man sagt, man hat Vorräte, man gibt es jetzt denjenigen über 60, die es freiwillig haben wollen, das ist ganz blöde ausgedrückt jetzt, die diesen Impfstoff haben möchten, freiwillig halte ich für völlig falsch. Ich erinnere mich da auch an die gestrige Aussage eines Politikers, wer traut sich, vollkommen falsch. Es geht hier um eine ganz klare Gruppe ab 60, die Wirkung ist nachgewiesen, wer möchte es haben. Und da glaube ich, wird es einige geben, und die werden auch froh sein. Ich will aber auch jetzt schon auch noch einmal sagen, der Minister hat schon gesagt, ich lese heute schon, dass wahrscheinlich die Systeme zusammengebrochen sind. Und wir müssen einfach mit dieser Infrastruktur, die wir haben, umgehen. Das ist ja ein Thema, das mich persönlich immer beschäftigt. Wie ist der ganze Digitalisierungsgrad und. Aber wir müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Und wir werden auch dort einen guten Schritt schaffen. Und ich bin froh, dass man jetzt einen Schub reinbringt, dass jetzt in die Impfung dann allen voran hier in Nordrhein-Westfalen ein Schub reingebracht wird. Natürlich gibt es auch solche Menschen, die will ich kurz ansprechen, die sich Sorgen machen. Die sagen, ich bin zum Beispiel nach dem 15. März geimpft worden. Was habe ich zu erwarten? Muss ich jetzt jeden Tag Angst haben? Wann passiert was? Die STIKO hat ja ein Zeitintervall von, ich meine, 16 Tagen definiert, wo überhaupt, wenn dann was passiert. Bitte alle daran denken, es sind super seltene Ereignisse. Und nicht jede Kopfschmerzproblematik bedeutet jetzt Sinusvenenthrombose. Das ist so ein Rückschluss, den viele haben. Und wenn man zu viel Zweifel hat, wenn Beschwerden da sind, dann muss man es auch abklären. Das ist vollkommen klar. Und was macht man? Man kann gerade auch, weil die Ostertage jetzt anstehen, sich an die KV-Notfallpraxen 116, 117 wenden. Man kann aber auch in ein Krankenhaus gehen. Natürlich, dort gibt es die Notaufnahmen, ist das eine Mehrbelastung. Ich bin aber sicher, dass wir mit dieser Mehrbelastung über die nächsten Tage klarkommen werden. Das sind so für mich die wichtigsten Informationen, erstmal aus meiner Sicht. Vielleicht gibt es die eine oder andere Frage, aber so habe ich es einmal zusammengefasst. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Werner. Dann kommen wir jetzt zu Nachfragen. Mich hat auch schon ein großer Schwung per E-Mail erreicht. Wir beginnen hier im Raum bei Frau Hülsmeier von der Deutschen Presseagentur. Herr Laumann, zwei Fragen. Die Termine für die über 60-Jährigen,
Gilt das ab 60 Jahre auch schon für die, die jetzt 60 sind, oder müssen die über 60 Jahre alt sein? Die zweite Frage ist, Sie gehören ja auch in die Gruppe. Würden Sie sich denn auch mit AstraZeneca impfen lassen und wenn ja, wann? Also erst einmal hätte ich überhaupt kein Problem, mich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Aber mir ist eins klar, ich kann es machen, wie ich will, ich mache es sowieso verkehrt. Also wenn ich mich jetzt impfen lasse, dann sagen Sie, warum lässt der Minister sich eher impfen? Ich hätte den Impfstoff doch gerne gehabt. Wenn ich es nicht mache, kriege ich die andere Debatte. Und deswegen bleibe ich bei meiner Aussage, ich lasse mich dann impfen, wenn meine Altersgruppe dann auch dran ist. Aber ich hätte, ich sage das noch einmal, überhaupt kein Problem, mich heute am Tag mit AstraZeneca impfen zu lassen. Null Problem hätte ich damit. Der zweite Punkt ist, was war jetzt die zweite Frage, die erste Frage jetzt? Da sollte ich nachfragen, die Termine für die 60-Jährigen, die mit AstraZeneca geimpft werden. Ab 60. Ab 60. Wer der, also 60 Jahre ist, wer die 6 vorne hat. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Frau Mioska vom Westdeutschen Rundfunk. Impfdosen sollen an die Arztpraxen gehen in den nächsten Wochen. Um welchen Impfstoff wird es sich da handeln? Ist es dann AstraZeneca oder ist das BioNTech? Frau Sennewald. Es ist BioNTech, das wird über den Bund und über die regionalen Handelswege ausgeliefert. Und danach geht aber AstraZeneca. Die ersten 2 Wochen wird BioNTech in die Hausarztpraxen und danach wird AstraZeneca in die Hausarztpraxen gehen. Okay, also die ersten 2 Wochen BioNTech und dann AstraZeneca. Das heißt, dass die Hausärzte dann auch ausschließlich Menschen über 60 Jahre impfen können. Das heißt das, klar. Solange sie nur AstraZeneca-Impfstoff hätten, wäre das so. Deswegen ist ja auch jetzt erstmal BioNTech da, um bei den chronisch Kranken, die ja nicht alle leider, also die nicht alle über 60 sind, eben auch mit den anderen Impfstoff arbeiten zu können. Natürlich hat die Entscheidung von gestern diese Fragen nicht leichter gemacht. Es ist einfach so, dass ein Impfstoff, den Deutschland in einem gewissen Umfang gebucht hat, jetzt nicht mehr sehr flexibel einsetzbar ist. Müssen wir ganz einfach so sagen. Es ist jetzt eben nur noch für die Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen einsetzbar. Mehrfach wurde, ich mache eine Frage von hier, mehrfach wurde per E-Mail nachgefragt, unter anderem von Tobias Blasius von den Funke Medien, aber auch von anderen, ob Sie sagen können, wie groß die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen in Nordrhein-Westfalen ist. Kann mir das jetzt mal eben einer helfen? Also wir haben über 60. Das sind 3,8 Millionen Menschen, wovon wir aber jetzt schon fast 1,2 Millionen Menschen über 80 ein Impfangebot gemacht haben. Das ist generell alle über 60 dann, ne? Ja. Okay, dann ist erneut gefragt, ob Sie sich persönlich impfen lassen würden. Das haben Sie bereits beantwortet. Des Weiteren wird gefragt, warum geben Sie AstraZeneca nicht sofort an die Hausärzte, die besser um Vertrauen für den Impfstoff bei Ihren Patienten werben könnten? Ja gut, wir haben uns jetzt eben entschieden, es über die Impfzentren zu machen. Das ist auch eine ganz einfache logistische Frage. Wenn man 7.000 Hausarztpraxen mit Impfstoff versorgen muss und das möglichst schnell machen will, ist das eine andere Herausforderung, als wenn man 53 Impfzentren versorgen muss. Das ist also auch eine ganz einfache Frage, wenn man schneller machen will, dass natürlich 53 Impfzentren, die eine gewisse Struktur haben, die über gewisse Kühlmöglichkeiten verfügen, sich natürlich wesentlich einfacher versorgen lassen wie 6.000 Hausarztpraxen. Dann haben wir eine Frage an Herrn Professor Werner. Und zwar kommt sie ebenfalls von Herrn Dr. Blasius von den Funke Medien. Er fragt Sie, Herr Professor, ist eine Zweitimpfung mit einem alternativen Impfstoff medizinisch überhaupt denkbar oder muss bei den 600.000 AstraZeneca-Impflingen in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich wieder von vorne begonnen werden? Also die ist auf jeden Fall medizinisch denkbar. Es gibt Studien, die das aktuell hinterfragen. Man geht davon aus, dass im April diese Studienergebnisse vorliegen und dann eben die Frage, ob ein zum Beispiel mRNA
Impfstoff als Zweitimpfstoff einsetzbar ist. Dann eine Frage von Herrn Werschkull von den Westfälischen Nachrichten an Sie, Herr Minister. Er fragt, gibt es Pläne für Maßnahmen, um das Vertrauen in AstraZeneca bei der Bevölkerung zu erhöhen? Die Liste, so schreibt er, der Misstrauen erweckenden Begebenheiten wird ja aktuell länger. Also ich glaube, dass ja sehr viel Aufklärung passiert, dass dieser Impfstoff von seiner Wirkung her von niemandem in Zweifel gestellt wird. Es ist eben das Frage der Problematik der Nebenwirkungen, vor allen Dingen mit den Venenthrombosen. Alle Studien, die man ja vor allen Dingen durch das Verimpfen in anderen Ländern hat, zeigt ja, dass das bei den Älteren noch vertretbarer ist. Und ich hoffe, dass wir vor allen Dingen das Vertrauen der älteren Menschen in diesen Impfstoff herstellen können. Er ist in den nächsten Wochen für die Impfkampagne in Deutschland ein doch gewisser Baustein. Das muss man ganz klar sehen. Wir haben eben nicht für alle Menschen die Alternative zum jetzigen Zeitpunkt. Da gibt es eine Alternative, dass man sich damit nicht impfen lässt und im Grunde wartet, bis die anderen Impfstoffe in den Mengen zur Verfügung stehen, dass man dann diesen Impfstoff bekommt. Dann kommen wir zu einer Zusatzfrage von Frau Mioska. Bitte auf das Mikro warten. Was Sie zuletzt gesagt hatten, Sie hatten ja der Gruppe der über 70-Jährigen angekündigt, dass die nun mit BioNTech geimpft werden. Bleibt es noch dabei oder wird denen jetzt BioNTech-Impfstoff weggenommen für die Jüngeren? Also es ist erstmal so, dass die Abmachungen, muss jetzt alles sein, ist alles vorgestern abgemacht worden, so sind, dass wir in Nordrhein-Westfalen wie auch die anderen Bundesländer für die Impfzentren BioNTech-Impfstoff bekommen, weil der eben aufgrund seiner etwas anspruchsvolleren Eigenschaften in Lagerung und Transport natürlich in Impfstoffzentren wesentlich einfacher zu verimpfen ist wie in Hausarztpraxen. Das muss man ganz klar sehen. Ob es da Veränderungen gibt, jetzt generell in ganz Deutschland dann, dieser Frage bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall geht es jetzt erst einmal so und dafür haben wir auch den Impfstoff in der Zusage, dass wir diese Impfungen mit BioNTech machen. Ich höre jetzt gerade, dass wir im Moment ein Problem mit dem Livestream haben. Als nächstes käme die Frage von Herrn Hillen. Dann probieren wir das nochmal zu überbrücken und schauen, ob wir den Stream in der Zwischenzeit wieder ans Laufen bringen. Herr Hillen, wenn das Mikro bei Ihnen ist. Genau, an den Herrn Professor Werner. Es geht hier nochmal um das, was Sie gesagt haben. Herr Söder sagt, Leute, die sich trauen, das ist ja erstmal ein falsches Zeichen an die Bevölkerung. Warum müssen sich die Menschen über 60 denn keine Sorgen machen? Warum ist das dann doch sicher, sich damit impfen zu lassen? Und vielleicht können Sie noch mal für die ganzen normalen Menschen wie mich erklären, was passiert eigentlich bei so einer Thrombose im Kopf? Was passiert da eigentlich? Also zunächst noch einmal zu dem Trauen. Das Ganze ist ja bei einer Impfung, wie bei vielen anderen medizinischen Behandlungen, eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Wie bei jeder Operation muss man sagen, ich unterschreibe die Einwilligung zu dieser Operation, gehe aber ein Risiko ein, dass ich vielleicht sogar daran versterbe. Das ist das, was dem gegenübersteht. Wenn wir auf der einen Seite dann ganz junge Menschen haben, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese jungen Menschen an Covid-19 versterben. Es gibt solche Fälle, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Wenn man dann die Anzahl der thromboembolischen Ereignisse sieht, dann ist es wahrscheinlicher, dass die ein solches Ereignis bekommen, als dass sie an Covid-19 versterben. Deswegen die Entscheidung, denen das nicht anzuraten. So, und dann war die Frage, bis zu welchem Alter? 29, 49 und irgendwann kam das Thema Menopause auf und dann ging 52 oder 55, jetzt ist bei 60 der Schnitt. Kanada beispielsweise hat den Schnitt bei 55 gesetzt. Und jetzt muss man wieder überlegen, sind es nur die Frauen oder sind es auch die Männer? Es sind vielleicht von den Jüngeren ein Drittel Männer geimpft worden, zwei Drittel Frauen. Das heißt, man hat auch viel mehr Ergebnisse zu den Frauen. Wir hatten in der vergangenen Woche in Essen einen Todesfall, das war eben ein Mann. Also deswegen glaube ich, ist die Konsequenz zu sagen, beide Geschlechter sind hier zu berücksichtigen.
Dann zu Ihrer Frage, was passiert? Als damals Covid-19 losging, ich glaube, das kann man daran ganz gut verstehen, da waren die behandelnden Ärzte, die Intensivmediziner, ja schon überrascht. Wie viele schwere Thrombosen gab es im Bauchraum, in der Lunge? Es gab Embolien, das war untypisch, das hat keiner erwartet. Also es bedeutet, da ist etwas drin in dieser ganzen Covid-19-Erkrankung, was das Gerinnungssystem entgleiten lässt. Heute weiß man, wenn man jemanden behandelt, stationär zum Beispiel mit Covid-19, die bekommen etwas gegen diese übersteigerte Blutgerinnung. Und da setzt es jetzt an, dass diese Forschergruppe aus Greifswald gefunden hat, es passiert wohl nach der AstraZeneca-Impfung eine Immunreaktion, die die Blutgerinnung quasi beeinflusst. Zum Schluss kommt dabei raus, dass es zu wenig Blutplättchen gibt, Thrombozyten, was dann auch wieder in einer Blutung selbst resultieren kann. Aber auf diesem ganzen Weg dahin kommt es zu Verklumpungen. Und das ist das dann, was man als Thrombose bezeichnet. Wir haben weitere medizinische Fragen an Sie, Herr Professor, unter anderem von Maximilian Plück von der Rheinischen Post. Unter anderem fragt er, haben Sie Hinweise, dass Rauchen und oder die Einnahme der Antibabypille einen Zusammenhang mit den Thrombosen haben? Ja, da bin ich etwas unsicher, das wirklich abschließend zu beurteilen, aus folgendem Grund. Man weiß, dass Frauen, die die Pille nehmen, die rauchen, ein erhöhtes Risiko für Thrombosen haben. Das ist bekannt. Ob das sich jetzt aber auch speziell bei dem AstraZeneca-Impfstoff nochmal potenzierend auswirkt, ich glaube, das kann man heute noch nicht sagen. Deswegen natürlich, das liegt nahe, dass man sagt, die sind besonders gefährdet, weil sie ohnehin gefährdet sind an Thrombosen. Beides, Pille und Rauchen. Aber das, glaube ich, da sind sich die Wissenschaftler auch noch nicht hinreichend einig. Wir haben eine weitere Frage zu AstraZeneca. Und zwar, die STIKO will erst Ende April entscheiden, was mit den Zweitimpfungen passiert. Warum dauert das eigentlich so lange? Also ich habe es so verstanden, dass es eben eine groß angelegte Studie gibt, die sich speziell mit dieser Frage Zweitimpfung nach AstraZeneca Erstimpfung befasst. So habe ich es interpretiert, dass natürlich, wenn es so eine Studie gibt, man abwartet, was kommt dabei raus. Und wenn man dann weiß, was dabei rauskommt, dass man darauf basierend wieder eine nächste Empfehlung abgeben kann. So habe ich es verstanden. Vielen Dank. Wir haben eine weitere Frage jetzt von Stefan Lauscher vom Westdeutschen Rundfunk an Sie, Herr Minister. Was bedeutet das jetzt für die anlaufende Impfung der über 70-Jährigen? A, welchen Impfstoff bekommen Sie? Und B, wird das durch die Umstellung dann länger dauern als bislang geplant? Nein, es hat bis jetzt keine Auswirkung auf unsere Planung, was die Verimpfung jahrgangsweise der über 70-jährigen Menschen angeht. So, wir hatten mehrfach die Frage nochmal nach den Zahlen. Mit Erlaubnis des Ministers würde ich das nochmal zitieren. Und zwar haben wir in Nordrhein-Westfalen in der Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen 2.231.000 Personen, in der Altersgruppe der 70- bis 80-Jährigen 1.571 Millionen, und das sind dann zusammen 3,8 Millionen. Und hinzu kommen dann noch die 1,2 Millionen der über 80-Jährigen. Dann haben wir einmal die diversen Zahlennachfragen, die es jetzt gegeben hat, hoffentlich glatt gezogen. So. Dann schaue ich nochmal, was in der Zwischenzeit weiter an Fragen gekommen ist. Und zwar von Frau Stegemann von der Süddeutschen Zeitung. Wie alt waren die 5 Menschen, die nach der AstraZeneca-Impfung verstorben sind? Wurde bei allen eine Sinusvenenthrombose festgestellt und waren es alles Frauen? Frau Dubowski, müssen mir da jetzt helfen. Ich habe nur die Zahl. Wollen Sie ergänzen?
Nein, es ist eigentlich gesagt, Sie können sich das vorstellen, das Gehirn hat ja einen venösen Abfluss, das Blut fließt aus dem Gehirn ab. Wenn dort ein Hauptabflussweg verklumpt ist, verschlossen wird, dann haben wir natürlich das Problem, dass es zu Hirndruck etc. kommen kann. Ja, dann haben wir eine weitere Frage jetzt von Olaf Kupfer von der Westdeutschen Zeitung. Er fragt, ich weiß gar nicht, an wen die Frage geht, wir können gucken, wer sie beantwortet. Wie ist die Erfahrung aus Großbritannien zur Wirkung des Impfstoffs AstraZeneca? Gibt es dort solche Fälle nicht in vergleichbarer Vielzahl? Also ich glaube, da wird man Details ja letztendlich nur dort auch bekommen können. Aber der Ansatz war ja ein anderer. Der Ansatz war, sie starteten mit den alten über 80-Jährigen mit AstraZeneca im breiten Ausmaß. Und bei uns war der Ansatz zu starten mit unter 65-Jährigen. Und so wird man, glaube ich, auch bald eine sehr genaue Analyse bekommen können. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann kommen wir jetzt noch mal zu Frau Mioska vom WDR. Ich habe noch zwei Fragen an Herrn Professor Werner. Sie sagten ja vorhin, die EMA und auch die FDA, die prüfen ganz genau. Trotzdem bedurfte es ja jetzt in den vergangenen Tagen so einer Art Bewegung von unten, um das Verimpfen dieses Impfstoffes zu stoppen. Warum war das so? Warum mussten Ärzte vor Ort sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich kann das nicht mehr verantworten und ich sage jetzt nein, auch wenn von oben die Ansage lautet, wir verimpfen das jetzt? Und Frage zwei, würden Sie sagen, wenn dieser Impfstoff doch jetzt schon so an Glaubwürdigkeit verloren hat, das ist das eine, zum anderen ja nur noch an einen kleineren Teil der Bevölkerung verimpft werden kann, wäre es überhaupt sinnvoll, noch in Zukunft weiterhin diesen Impfstoff zu kaufen? Also kommen wir zu der ersten Frage, die fällt mir vielleicht leichter zu beantworten. Natürlich kann man immer von unten und von oben das sehen. Und selbstverständlich geben oben die Behörden dann vor, was zu tun ist. Aber die Resultate können nur von unten kommen. Die können nicht am grünen Tisch irgendwie erarbeitet oder aus der Literatur nachvollzogen werden. Das bedeutet, dass die, die ja in ihrem Berufsbild die Wissenschaft haben, und das sind nun mal die Wissenschaftler vor allem an Universitätskliniken, dass die sich damit befassen. Und es sind nicht einzelne Personen. Wir haben es ja sehr früh erlebt, damals mit Professor Drosten, aber die Universitätsmedizin ist viel, viel komplexer. Und die zeigte dann, deswegen komme ich immer wieder gerne auf das Beispiel Greifswald auch, wie auch dort ein Mosaikteil kam. Das hätte niemals von irgendeiner anderen Behördenseite oder so kommen können. Deswegen ist es so wichtig, unten zu sammeln, Informationen zu filtern, zu bewerten und dann zu sagen, kein Schnellschuss, aber hier läuft etwas aus unserer Sicht in eine falsche Richtung. Jetzt müssen wir Mitteilung machen. Die Mitteilung geben wir dann an die uns zugeordneten Behörden und dann geht der Weg weiter. Also deswegen finde ich, es ist ein Beispiel dafür, dass das System funktioniert und dass die Wissenschaft gehört wird. Das ist für mich so. Und das andere mit dem Kaufen, wir haben eine Pandemie. Und wir beklagen die ganze Zeit, was in Deutschland alles nicht funktioniert. Und wir sind im Hintertreffen und alle anderen sind schneller. Da gibt es gute Gründe für das sozusagen, aber trotzdem, wir haben jetzt einen Impfstoff verfügbar, von dem große Studien gezeigt haben, dass dieser ab 60 für Ältere hochwirksam ist. Wir haben keine Hinweise bei allen bisherigen Untersuchungen, dass diese Gruppe besonders gefährdet ist. Deswegen liegt es für mich nahe, das zu verimpfen. Was jetzt mit Einkaufspolitik richtig ist, ich kann überhaupt nicht beurteilen. Wenn ich das so empfinde, werden wir bald ganz, ganz viele mRNA-Impfstoffe haben. Und wenn dem so sein sollte, dann wird sich vielleicht die Frage stellen, braucht man AstraZeneca noch? Aber da geht es dann ja auch wieder um Einhaltung von Lieferungen etc. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Eine weitere Frage an Sie, Herr Minister, von Herrn Giustolisi von Ruhr 24. Er fragt, was bedeutet nun für Nordrhein-Westfalen die Entscheidung über den Stopp der AstraZeneca-Impfungen für unter 60-Jährige? Gehen Sie von Verzögerungen aus bei den unter 60-Jährigen? Nein, ich gehe erstmal nicht von Verzögerungen aus. Also so wie ich das jetzt für die Impfkampagne des Landes sehen kann,
haben wir, wie gesagt, ich habe das ja eben schon erklärt, am Samstag nochmal eine große Lieferung AstraZeneca-Impfstoff. Ich habe gesagt, wie wir damit umgehen, dass wir ihn relativ schnell zur Verfügung stellen wollen für die über 60-Jährigen. Danach ist für die nächsten Wochen in Nordrhein-Westfalen von den Lieferungen, die wir bislang vom Bund zugesagt bekommen haben, ausschließlich der Impfstoff BioNTech und Moderna im Programm. Und das heißt, dass in Nordrhein-Westfalen dann die Impfungen im Impfzentrum mit diesem Impfstoff stattfinden werden. Herr Bosse von EPD fragt, vor einigen Tagen gab es eine Medienmeldung, dass in den Arztpraxen zunächst nur BioNTech verimpft werden sollte. Demnach soll kein Moderna, weil es zu anfällig bei Transporten ist, und auch kein AstraZeneca aus unbekannten Gründen genutzt werden. Für den Transport von Moderna soll angeblich Bofrost Transportkapazitäten angeboten haben. Er fragt, stimmt das? Und wenn ja, was sind die Gründe und welche Konsequenzen hat das? Ja, also ich sage nochmal, wir haben ja eine ganz einfache Situation, dass es eine Grundsatzentscheidung gegeben hat, dass das Beliefern der Arztpraxen direkt über den Bund, über das normale Arzneimittelverteilsystem funktionieren soll. Und damit, sage ich jetzt auch mal ganz offen, sind die Länder aus dieser Geschichte raus. Was auch völlig in Ordnung ist, denn Impfstoff wird immer oder andere Medikamente werden immer so verteilt. Das ist der Großhandel, das sind dann die Apotheken bis vor Ort. Das ist ein System, was die Ärzte kennen. Und ich war von Anfang an davon begeistert, dass der Bund gesagt hat, wir gehen über dieses System. Und wir müssen es nicht über ein Sondersystem machen. Also ich sage mal rein theoretisch, wenn wir uns entschieden hätten, den AstraZeneca-Impfstoff in die Hausarztpraxen zu geben, hätte ich dafür gar keine Struktur gehabt. Wir haben gestern den Bund gefragt, kannst du das für uns machen? Dann wäre der Impfstoff aber in ganz Deutschland verteilt worden und wäre nicht in Nordrhein-Westfalen geblieben. Wir haben als Land keine Verträge mit dem Großhandel über die Fragen, wie wird das bezahlt, wie wird das gemacht. Dann hätten wir ein Sondersystem aufbauen müssen für 6.000 wahrscheinlich Arztpraxen, die ihn verimpfen wollen. Wir haben 11.000 Hausärzte, 6.400, 500 Arztpraxen. Und dann fragst du den Logistiker, wie viele Arztpraxen kannst du denn am Tag anfahren? Kommt dann auch eine etwas beschaubare Zahl rum. Und dann kannst du die Tage ausrechnen, bis er in jeder Arztpraxis angekommen ist. Und dann weiß ich schon wieder, wie die Überschriften gewesen wären. Ja. Und deswegen haben wir uns eben über diesen Weg 53 Stellen entschieden, um das eben auch in einen doch überschaubaren Zeitraum hinzukriegen. Ich werde heute auch nicht sagen, wie viele Tage wir brauchen, um das zu verimpfen. Jetzt müssen erstmal die KVen sehen, wie viele Ärzte kann man mobilisieren, wie viel Personal kann man mobilisieren. Die Kommunen müssen sehen, die wissen noch gar nichts davon, wie sie das ganze Begleitprogramm, Verwaltung, Administration, Sicherheitsdienste und Ähnliches organisieren. Aber wir werden es hinkriegen, wir werden es möglichst schnell anbieten. Und es ist ja auch so, dass man das ja auch mal sagen darf. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass es sehr viele Menschen geben wird, die sich sehr bewusst für diesen Impfstoff entscheiden werden. Und dann ist es ja auch gerade in der jetzigen Zeit vielleicht politisch auch mal sinnvoll, dass in einem großen Bundesland auch Bilder entstehen, dass Menschen diesen Impfstoff nach wie vor vertrauen. Er ist eben ein Bestandteil der Impfkampagne, die wir haben, oder der Verimpfung von den Bestellungen, die wir haben. Ich habe das gestern Abend mal im Internet gegoogelt. Ich glaube, Deutschland hat 56 Millionen Dosen AstraZeneca gekauft. Und man kann immer sagen, ein Viertel geht davon nach Nordrhein-Westfalen über den Daumen. Da wären wir bei 14 Millionen. Da man das zweimal impfen muss, wäre das immerhin Impfstoff für 6-7 Millionen Leute gewesen. Muss man ja sagen, aber Deutschland hat, Gott sei Dank, wie die gesamte EU, sehr viel Impfstoff mehr gekauft, wie wir Einwohner haben. Und von daher ist es dann wieder wahrscheinlich am Ende so, dass es für die Menschen auch eine gewisse Wahlfreiheit gibt, aber sicherlich nicht im Monat April. Herr Plück von der Rheinischen Post stellt weitere Fragen an Sie, Herr Minister. Unter anderem fragt er, mit welchen Impfstoffmengen von welchem Anbieter rechnen Sie im Mai? Kann das einer meiner Mitarbeiter beantworten? Also wir kriegen jetzt erst einmal, so sind die Abmachungen zwischen uns und dem Bund, immer diese 485.000 Dosen. So, weil eben der gesamte Aufwuchs in die Hausarztpraxen gehen soll und muss. Dann fragt er des Weiteren, welche Voraussetzungen müssen in den Arztpraxen erfüllt sein, um BioNTech-Impfstoff auch über Sie zu verimpfen? Keine anderen wie bei der Grippeschutzimpfung.
Also es ist ganz einfach, eine Arztpraxis wird es organisieren, so wie sie es für richtig hält. Sie werden den Menschen, das ist aber bei anderen Impfungen auch so, nach der Impfung eine gewisse Zeit im Auge behalten müssen, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht. Und ich bin sicher, dass die Hausärzte dafür auch pragmatische Lösungen finden werden. Und die letzte Frage von Herrn Plück. Welche Vorbereitungsmaßnahmen kann das Land schon jetzt treffen, um sicherzustellen, dass genügend Alternativimpfstoff für die Zweitimpfungen der Menschen, die bereits einmal mit AstraZeneca geimpft wurden, zur Verfügung stehen wird? Also da kann das Land gar nichts machen, weil das Land keinen Impfstoff kaufen kann. Dann hat sich nun mal in einer entschieden, dass das bei uns die Europäische Gemeinschaft macht, dass quasi die Staaten kaufen und nicht die Länder. Und die Verantwortung ist da völlig klar. Der Impfstoffeinkauf liegt beim Bund und er liegt in der Frage der Impfkampagnen, Impfzentren beim Land. Und da wiederum bei den Kommunen, in der Organisation der Impfzentren und bei den kassenärztlichen Vereinigungen in allen medizinischen Fragen. Wir haben jetzt noch zwei letzte Fragen. Eine ist von Ralf Goldmann vom ZDF. Und zwar fragt er an Sie, Herr Minister, wenn jetzt ab Samstag die Ü60-Gruppe Termine mit AstraZeneca machen kann, werden doch diejenigen aus der Ü70-Gruppe, die ab Dienstag Termine machen können, ihre Termine später bekommen als ursprünglich geplant? Nein. Nein. Wir werden am Dienstag ganz normal in das Regime der 79- bis 80-Jährigen einsteigen. Also ist ja nicht so. Wir machen es ja anders wie bei den 80-Jährigen, wir gehen jahrgangsweise vor, weil wir ja nicht, weil wir das einfach etwas vernünftiger organisieren. Das System soll funktionieren. Punkt. Wir konnten damals bei den 80-Jährigen nicht jahrgangsweise einladen, weil es die Bundesimpfverordnung nicht hergab. Das war das Problem. Durch die Erfahrung, die wir in NRW gemacht haben, habe ich dafür gesorgt, dass jetzt Spahn die Bundesimpfverordnung so geändert hat, dass wir jetzt nach Jahrgängen einladen dürfen. So, das machen wir. Und wir werden die Frage der Verimpfung der 400.000 Dosen, wir müssen jetzt erstmal, das normale Regime wäre gewesen, ohne die Astra-Entscheidung, dass wir in vielen Impfzentren noch über 80-Jährige Erstimpfungen geben müssen, weil wir noch nicht überall fertig sind. Wir sind an vielen Kreisen fertig, aber noch nicht überall, weil die über 80-Jährigen nicht gleichmäßig verteilt sind. Dann haben wir natürlich unheimlich viel Zweitimpfungen der über 80-Jährigen. Zum Beispiel meine 92-jährige Mutter hat Karfreitag einen Impftermin bei uns im Impfzentrum für die Zweitimpfung. So, dann ist es so, dass wir ja auch noch vorhatten, Berufsgruppen zu impfen. Das werden wir auch weiter tun, aber nicht mit AstraZeneca, sondern eben mit Impfstoff aus der Reserve der Firma Moderna oder BioNTech. So, das läuft sowieso in den Impfzentren und das ist im Grunde die Grundlast der Impfzentren. Und wir werden jetzt diese zusätzlichen Geschichten dadurch machen müssen, dass wir mehr Impfstraßen aufmachen, da wo das vom Platz her noch geht. Und ansonsten geht es nur über die Zeitgeschichte. Also wenn die Impfzentren sonst von 8 bis 20 Uhr oder 21 Uhr aufhaben, werden sie jetzt eher aufmachen und später zumachen. Dann gehen wir noch einmal hier in den Raum und kommen nochmal zur Deutschen Presseagentur, Frau Hülsmeier. Herr Laumann, ich würde gerne nochmal zum Schulthema fragen. Die Ferien gehen voran und der Ministerpräsident sagte gestern, dass er sich nicht sicher sei, ob die Schulen wieder öffnen könnten. Wir sind mitten in der dritten Welle und das sei noch nicht klar, ob die Schulen nach Ostern wie geplant in den Wechselunterricht gehen können. Wie sehen Sie das? Und in dem Zusammenhang, wie sehen Sie denn die Forderung, dass es eine Testpflicht geben soll für Schüler und in dem Zusammenhang auch für Lehrer? Also wären Sie auch dafür? Also ich persönlich habe erstmal das, was der Ministerpräsident gestern dazu gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Wir werden das in der Landesregierung jetzt nach den Ostertagen klären. Und natürlich wird die Frage, wie ist Schule in einer besonderen Situation der Entwicklung der pandemischen Lage, auch vom Infektionsschutz her gesehen werden müssen. Ist doch vollkommen klar. Aber es muss auch wiederum das alles einfließen, was die Situation unserer Kinder angeht. Und Sie wissen ja, dass da mittlerweile auch sehr viele Erkenntnisse vorliegen, die wir letzten Frühjahr, also Ostern vor einem Jahr, noch nicht im Kopf hatten. Also dass zum Beispiel kleine Kinder sehr lange nirgendwo anders sind wie zu Hause, hat auch Probleme, zumindest für die Kinder, die vielleicht nicht das Glück haben, so ein ganz tolles Elternhaus zu haben. Darüber gibt es ja auch viele Fragen, dass man Kinder gar nicht mehr im öffentlichen Raum sieht. Und da wird die Abwägung stattfinden. Und da werden eben alle Gesichtspunkte mit einfließen. Und dann ist es ja auch so,
Und deswegen kann man das auch jetzt nicht entscheiden. Soweit ich da informiert bin, ist es ja so, dass das Anfang, also vor nach den Osterfeiertagen, ja auch noch eine Konferenz, also es wird ja wahrscheinlich videomäßig stattfinden, der Schulminister in ganz Deutschland geben wird, wie das auch in anderen Bundesländern gesehen wird. Ja, das müssen wir, also es ist auch, glaube ich, also ich bin in das Thema noch nicht ganz tief eingestiegen. Ich glaube, dass es rechtlich eine anspruchsvolle Frage ist, das zu lösen. Aber wenn wir berichtet bekommen, dass es doch größere Teile von Schülerinnen und Schülern gibt, die sich ablehnen, sich testen zu lassen, ist das ein objektives Problem. Das ist ganz klar zu sagen. Und da müssen wir gucken, gibt es eine Rechtsgrundlage dafür, das zu machen? Ich muss Ihnen ganz klar sagen, aus meiner Sicht ist es so, dass, wenn man in einer Gemeinschaft ist und wir jetzt die Möglichkeiten haben, uns zu testen, dass das eigentlich eine ganz normale Verantwortungsentscheidung, auch meinetwegen nennen Sie es Solidarität, ist, dass man sich dann halt testet, um auch seinen Beitrag zu leisten zu der Sicherheit, dass bestimmte Dinge stattfinden können. Also moralisch halte ich eine Testpflicht für sehr vertretbar. Also eine Impfpflicht ist eine andere Herausforderung und ein anderer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit wie die Frage einer Testpflicht. So würde ich es auf jeden Fall mal sehen. Und ich weiß, Sie wissen, seit was weiß ich wie vielen Jahrzehnten hat der jetzige Bundesgesundheitsminister ja eine Testpflicht bei Masern eingeführt. Impfpflicht. Bei Masern eingeführt. Ich glaube, das war seit Jahrzehnten die erste Entscheidung des Deutschen Bundestages, eine Impfpflicht einzuführen. Da kann man natürlich sagen, wer sich nicht impfen lässt, kommt nicht in den Kindergarten. Das kannst du aber bei Schulen nicht sagen, weil wir eine Schulpflicht haben. Also das ist schon rechtlich ein Thema. Und ich möchte jetzt aber hier nicht zum Schulminister monieren, sehr bewusst nicht. Die letzte Frage für heute kommt dann von Beate Becker vom WDR an Sie, Herr Minister. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung von gestern insgesamt? Ist das ein Rückschlag für die Impfkampagne, wie Jens Spahn sagt, oder nur eine kleine Delle, wie es Karl Lauterbach glaubt? Ja, ich weiß nicht. Also ich würde auch sagen, es ist natürlich doch, ist doch klar, dass es ein Rückschlag, ich will das Wort dann wie Jens Spahn wählen, ist. Und bei mir gehen in meinem Kopf da zwei Sachen rum. Das ist einmal die eine, dass ich sage, es ist ja schon, ich meine, auch wenn man jetzt die Todesfälle in Nordrhein-Westfalen sieht, das beschäftigt mich ja schon. Da geht man ja nicht drüber weg. Und der zweite Punkt ist, die Frage eben halt der Todesfälle. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass in der Abwägung, welches Risiko hat man, wenn man alt ist und man kriegt die Krankheit, eben doch alle Experten sagen, es ist vernünftig und vertretbar, das zu machen. Sonst hätten wir jetzt auch nicht diese Aktion mit den 400.000 Leuten, hätte ich nicht verantworten können. Verlass mich auch darauf, dass das von den Erhebungen her und in der Abwägung, wie viele Leute würden vielleicht an Covid sterben, wenn wir es nicht machen, in der Frage des Risikos der Impfnebenfolgen. So, und da muss sich natürlich ein Politiker auch auf, ja, ich sage das mal, auf die Universitätsklinik, auf die Wissenschaft in der Medizin am Ende verlassen. Aber dass diese Frage der Todesfälle mich belasten, das ist doch völlig klar. Das ist doch, wir machen ja eigentlich das alles, um Menschenleben zu schützen. Das tun wir ja auch. Ich glaube auch, dass wir Menschenleben damit schützen, bin auch davon überzeugt. Aber dass einen das beschäftigt, ist doch vollkommen klar. Und ja, und die Menschen müssen halt sich diese Entscheidung auch treffen. Ich glaube, dass das Vertrauen in AstraZeneca gerechtfertigt ist, weil er wirksam ist, weil er in anderen Ländern ja fast ausschließlich verimpft wird, die uns ja in der Impfkampagne auch als die großen Vorbilder, was Tempo und Durchschlagkraft angeht, jeden Tag vor Augen geführt werden. Also es liegt so dazwischen. Aber es wäre natürlich wesentlich besser, wenn wir das Problem nicht hätten. Das ist doch völlig, völlig klar. Und es nimmt uns natürlich Flexibilität. Wenn ein Impfstoff von dreien, die wir zur Verfügung hatten, und noch einer, der ziemlich in Mengen zur Verfügung steht, jetzt nur noch sehr begrenzt einsetzbar ist, lähmt es die Flexibilität der Impfkampagne. Das muss man
Egal, ob das jetzt bei Hausärzten ist oder ob das bei uns in den Impfzentren ist. Gut, dann ganz herzlichen Dank für die Ausführungen an Sie, Herr Minister, und natürlich auch an Sie, Herr Professor Werner. Ihnen herzlichen Dank für das Interesse. Und wenn wir uns nicht mehr sehen, haben Sie schöne Ostertage.